Es stellt sich eine Frage. Dieser Hadith klingt der eine oder andere wird vielleicht meinen, er klingt sehr unrealistisch oder utopisch. Wenn ich für meinen Bruder lieben soll, und es geht ja nicht nur um einen, sondern um viele. Wenn ich für ihn lieben soll, was ich für mich liebe, ist das überhaupt, kann man so etwas realisieren? Kann ich das realisieren? Wenn ich für ihn liebe, was ich für mich liebe, bedeutet das nicht zum Beispiel extremen Altruismus auch, alles zu teilen, alles abzugeben? Ibn Salah wurde diese Frage gestellt, inwiefern das realistisch ist oder inwiefern man das wirklich auch durchleben kann. Und dann sagte er Folgendes, also übersetzt jetzt, er sagte, dies könnte als etwas Schwieriges, gar Unmögliches gezählt werden. Dem ist aber nicht so. Denn die Ausführung dieser Sache, dieser Handlung oder dieser, es ist ja eine Gesinnung eigentlich, ist erfüllt, wenn er es liebt, dass ihm, ja, dem Muslim, auch derartiges zuteil wird, auf eine Art und Weise, in der er ihn selbst nicht einschränkt, ja, oder rivalisiert, also zum Konkurrenten wird. Und dann sagt er, und das ist für ein gesundes Herz ein leichtes. Ja, das ist ein leichtes für ein gesundes Herz, weil du musst ja nichts aktiv machen. Es ist nur eine Gesinnung, eine Einstellungssache. Aber in der Realität gibt es viele Menschen, das habe ich auch letztens erwähnt, die, obwohl diese Handlung etwas ganz Einfaches ist, dem Menschen, den anderen nichts gönnen können. Das ist eine seltsame Sache. Wenn ihm etwas gegönnt wird, inwiefern schadet es dir? Inwiefern schränkt er dich ein? Inwiefern ist er denn ein Rival oder Konkurrent von dir? Aber trotz dieses Umstandes zu geizen und ihm Schlechtes zu wollen und wünschen, das ist eine extrem schlimme und akute Herzenskrankheit. Ja. Deswegen sagt er hier, er sagt, das ist ein leichtes für den, der ein gesundes Herz hat. Bei ihm.